Alfons Haider heute wieder hier und wieder natürlich der Moderator von Ball der Offiziere. Ich ärgere mich so. Wieso denn? Aber der Kaiser Franz Josef war da und die Trottel bin spät gekommen, habe ihn nicht einmal gesehen. Aber er hat sich gut gehalten. Wirklich? Ja. Es ist der letzte große Sissi-Ball. Alfons Haider ist ja als Kaiser Franz Josef hier hereingekommen und wir feiern 100 Jahre. 100 Jahre, was ist? 1918, ja. 2008. Ja. Also, das war schon ein illustrer Moment, muss man sagen, weil es mich ein bisschen sehr erinnert, wie groß Österreich einmal war. Der heutige Ball steht ja im Zeichen 100 Jahre Republik. Das ist schon ein besonderer Anlass, oder? Natürlich, Respublika, das ist ein tolles Motto. Man muss sich immer daran erinnern, von welchen Wurzeln wir herkommen. 100 Jahre Republik, 100 Jahre Demokratie, eine tolle dynamische Entwicklung unserer Republik Österreich. Da kann man nur stolz sein und froh sein, dass man in diesem Land leben darf. Ich finde, es ist wunderbar, dass wir in so einem schönen Land wie Österreich leben. Wir haben ja nichts dafür können. Wir sind Gott sei Dank hier reingeboren worden. Vielleicht waren wir im vergangenen Leben besonders brav oder besonders nett. Und ich glaube, man sollte auf alle Fälle das, was wir haben, hier bewahren. Aber mit Weitblick. Und immer wieder versuchen, neue Aspekte von allen Seiten reinzukriegen. Ich glaube, schau, weil wenn du nichts wo reinlässt, dann wird meistens alles sauer. Man merkt bei jedem Thema, dass Österreich immer heimlich noch gewissermaßen eine Monarchie ist, auch nach 100 Jahren, aber das schadet ja nicht. Wir sollen uns zu unserer Vergangenheit, zu unserer Geschichte, Tradition bekennen und ich glaube, es war gut, einfach dieses Ereignisses zu gedenken. Der Staat hat ein neues Selbstverständnis, auch die Armee hat ein neues Selbstverständnis und ich glaube, das tut uns allen gut. Was ist das Besondere an diesem Ball? Schau dich schon um. Ich weiß nicht, es hat einmal diesen wunderbaren Satz gegeben, die Welt mag Kriege führen, das glückliche Österreich heiratet. Und wenn man so schaut, wie die untereinander miteinander umgehen, fürchte ich mich nicht vor einer Konfrontation, wiewohl das heute natürlich alles freundlich ist, aber dass wir doch so enge Beziehungen zu Deutschland haben, zur Schweiz haben, auch zu den Briten, auch zu den Engländern, auch zu den Amerikanern, die sind ja auch da, und dass die eigentlich jeder Zweite von den Uniformen schaut eigentlich weniger echt als meine Kaiseruniform. Also, und die verstehen auch zu feiern. Und ich glaube immer, wo Kultur und Kunst und Unterhaltung eingebrecht werden. Solange die Leute miteinander feiern, werden sie sich nicht umbringen. Bist du das erste Mal da? Ja, ist doch etwas ungewöhnlich, oder? Ja, eigentlich schon. Wenn man sich die Gäste anschaut, ich glaube, dass es kaum einen Ball gibt, wo so viele Nationen gleichzeitig vertreten sind und natürlich die Uniform, die Buntheit der Uniform macht vieles aus. Und es ist einer der wenigen noch wirklich, also es gibt schon noch ein paar ganz tolle Bälle in der Hofburg, das muss man sagen, aber dazu gehört auch der Offiziersball. Also von der Kategorie her wirklich ganz großes Level. Ist es auch ein Thema für dich, und jetzt komme ich zur Privatperson, Eva Glawischnik, wenn man Männer in Uniform sieht wie heute so zuhauf, ist das schon was Besonderes? Ich finde die erstens sehr fesch, zweitens haben sie auch sehr gut getanzt, drittens haben sie sehr gut gespielt, die Musik war hervorragend und vor allem die Trommler, das war echt, also Gänsehautmomente, wirklich cool. Also das war fast schon ein bisschen brasilianisch. Sehe ich dich heute auch auf der Tanzfläche? Ich gehöre genau zu dieser Art von Musikern, die alles kennen. Ich kann mich natürlich bewegen, aber das tue ich lieber beim Dirigieren. Tänzer bin ich ja leidlicher, weil immer dann, wenn es zur Tanzstunde gekommen wäre, habe ich halt Klavier gespielt. Ich bin eher ein Tischtänzer. Ja, ich liebe es, am Tisch oder lieber also herumzuflanieren. Ich gebe zu, ich bin kein begeisterter Tänzer. Aber es ist trotzdem schön anzusehen. Natürlich, ja. Ich schaue gern zu, wenn andere schwitzen. Und wir sind mit einem sehr tollen, lieben Kollegen hier, dem Martin Leutgeb, der ein hervorragender Tänzer ist. Und das ist der Grund, warum ich auch jetzt so schwitze. Ja. Das heißt, du bist auch sehr, sehr gerne auf der Tanzfläche. Ja, ja, unbedingt. Weil sonst hat der Ball für mich keinen Sinn und Zweck. Also nur herumzusitzen wäre mir viel zu langweilig. Man muss das schon auch genießen.